herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier bei Metalizer. Diesmal mit der Get Digital Lootbox aus dem September 2020. Wir schauen, was drin ist. Und ich würde sagen, es geht direkt los. Wir haben hier ein T-Shirt. Okay, das ist sehr witzig. Es ist Gandalf. Also das ist ein Mix aus Herr der Ringe mit Alf. Sehr cooles Shirt. Richtig nice. dass ich noch nicht eher auf den Witz gekommen bin. Alf als Zauberer. Sehr, sehr cool. Ja, das ist das Shirt. Von der Qualität her übrigens sehr gut. Also mir gefallen die neuen Shirts von der Qualität her wesentlich besser als die alten. Also den letzten Lootbox aus dem August war ja schon ein neues Shirt drin. Und das jetzt auch mal vom neuen Hersteller. Die sind wirklich super. Die sind viel, viel besser als die alten. So, gucken, was noch drin ist. Wir haben Zaubertrank-Shotgläser. Dann haben wir hier zum Beispiel noch The Greek word poli means many. Drink me and be whoever you want to be. Also das griechische Wort poli bedeutet sowas wie viele. Trink mich und werde, wer auch immer du sein willst. Oder sei, wer auch immer du sein willst. Veritas. Das ist die romanische Gottheit der Wahrheit. Trink mich und spreche die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Sehr coole Gläser, sehr coole Idee. Und Schottgläser kann man ja immer mal gebrauchen. Ne? Wenn man mal irgendwie jemanden zu Gast hat oder zu Besuch hat, da gehen so ein paar Shots gehen aber immer rein. So, dann haben wir hier noch. Und ich glaube, das ist ein Blaulichtfilter. Oh Gott, ich glaube, es sieht ein bisschen nach Blaulicht aus. Oder Schwarzlicht, besser gesagt. Gucken wir mal. Ah, und hier noch mit geheimer Tinte oder sowas. Interessant. Das schauen wir uns nochmal an. So, und wir haben hier noch eine kleine Deadpool Mini Egg Attack Series. Großartige Comics auch, also kann ich jeden empfehlen, sich zumindest die Filme anzuschauen. Sind sehr, sehr lustig gemacht. Also, es gibt mehrere Figuren. Und gut, mit Amos-Pfeil ist natürlich auch sehr witzig. Das finde ich vielleicht schon ganz cool. Also, kriegt das in die Hand hier, kriegt das. Und dann vielleicht auch so rum. Sehr cool. Sehr schick. Gefällt mir. Dann haben wir noch unser kleines Tütchen. Ein paar Sachen drin. Wir haben hier einmal ein Armband oder so ein Wristband. Und zwar Four Champions Tournament. Three Dangerous Tasks. Try Wizard. Müssen wir da mal gucken, wer erst kommt. Ist auf jeden Fall, kann man sich dann so um den Arm rumpacken. Dann haben wir hier noch Karamellbonbons. Der ist, glaube ich, schon ein bisschen geschmolzen. Gucken, wo der herkommt. Und noch ein Button mit dem Defragt Zebra, also auch ein kleiner IT-Witz. Das defragmentierte Pferd, wo dann die Blöcke wieder richtig zugeschoben wurden, deswegen ist es nicht mehr gestreift, sondern eine Seite weiß, die andere Seite schwarz. Und dann haben wir hier noch ein kleines Heft. Eastman and Laird's Teenage Mutant Ninja Turtles, also ein Ninja Turtles Comic. Ja, moin Leute, Metalizer aus dem Off hier. Tut mir leid, ich habe jetzt gerade erst beim Schnitt bemerkt, dass da oben graues Haar ist. Nee, Spaß beiseite, ich habe meinen Kopf nicht bemerkt, meinen Hinterkopf bei der Aufnahme. Tut mir leid, ich habe es jetzt gerade beim Schnitt bemerkt. Comic ist auf jeden Fall super, super cool. Witzig. Wir tragen keine Kostüme, wir sind die Ninja Turtles. Ja, cooler Comic auf jeden Fall auch mit dabei. Den haben wir nochmal mit drin. Das ist ein cooles Ding, das ist eine coole. Dann haben wir noch die Quantum Junction, get in both lanes, maximum speed ist dann Lichtgeschwindigkeit, deswegen kann man wahrscheinlich auf beiden Linien fahren, das werden wir auch nochmal rauslesen. Ein Aufkleber nochmal. John Wick. Nice, eine Postkarte mit, nicht mit John Wick, sondern John Wick aus Rick and Morty und John Wick. Also auch nochmal ein kleiner Mix. Sehr gut. Dann haben wir noch die Legendary Loot Box. Der Ghostbusters für 49 Euro, 4 Items mit Nerdshirt im Wert von mehr als 85 Euro, nur bis 20.10. auf getdigital, also gdlink.de/ghost.
Ja, wer die Ghostbusters mag, sollte da auf jeden Fall zuschlagen. Da gibt es auf jeden Fall immer ein paar coole Sachen. Und wenn ich euch mal einen Tipp geben kann, wenn ihr gucken möchtet, ihr könnt natürlich einfach auch auf getdigital.de im Shop nachschauen. Und da könnt ihr zum Beispiel auch nach Franchises filtern. Und da könnt ihr halt gucken, so wenn ihr halt wisst, okay, Ghostbusters kommt jetzt, welche Items von Ghostbusters werden eigentlich von getdigital verkauft? Und da könnt ihr schon mal vielleicht ein bisschen spekulieren darauf, was in dieser Box drin ist und ob die sich zum Beispiel für euch lohnt. Ja, und ob es sich lohnt, können wir einfach auf Get Digital nachschauen. Wir suchen einfach mal nach den Ghostbusters und finden dann eben auch ein paar Ergebnisse. Also zum Beispiel das Shirt und die Plüschfiguren beispielsweise, die beiden hier. Und es gibt auch auf Get Digital noch ein Ghostbusters Willkommenspaket mit jeder Menge Stuff da drin. Zum Beispiel auch ein ziemlich cooles Notizbuch. Lohnt sich also auf jeden Fall für Leute, die Ghostbusters mögen. Ob es in der Box dann auch alles so drin ist, kann ich natürlich an dieser Stelle nicht garantieren bzw. nicht sagen, aber ihr habt dann immer so einen ganz guten Überblick, was denn so ungefähr drin sein könnte. Das Ganze wird dann auch zumindest dieses Willkommenspaket hier in so einer coolen Ghostbusters Box geliefert. Wie gesagt, ich kann nicht garantieren, dass das auch in der epischen Lootbox drin ist. Vielleicht sind da noch andere Sachen drin, aber so kann man sich, wie gesagt, zumindest einen kleinen Überblick darüber verschaffen, was da denn drin sein könnte. Schauen wir rein, was in der Box drin war. Wir haben das Festivalband Trimagisches Turnier. Das Trimagische Turnier ist auf der ganzen Welt bekannt als die absolute Oberliga der Magierwettkämpfe. So einem Turnier mal beigewohnt und es überlebt zu haben, ist schon eine große Ehre. Auch Muggel sind in wenigen seltenen Fällen bei solchen Turnieren als Zuschauer zugelassen. Für die gelten dann diese Armbänder als Eintrittskarte und dekorative Erinnerung, also aus Harry Potter. Dann das Shirt Gandalf. Ist das nicht aus Melmark? Alf kommt von Melmark. Also ein Melmarzer. Wie nennt man denn die Mel? Also er kommt ja von Melmark. Melkana? Melmarzer? Also ein Melmarzer kommt nie zu spät. Woody Tanner ebenso wenig zu früh. Er trifft genau dann ein, wenn die Katze gar ist. Dieses Zitat werden auf der Erde nicht viele kennen, aber in der melmarkanischen Version von Herr der Ringe ist es der Renner schlechthin. Genauso wie dieses Crossover-Shirt mit Alf und seinem beinahe Namensvetter Gandalf. Dann haben wir, alter Schwede, T-Shirt-Gläser kosten 20 Euro. In Hogwarts ist die Herstellung eines Zaubertranks eine sehr aufwendige Sache. Man braucht viele verschiedene seltene Zutaten, Geduld, Magie und Geschick. Wir Muggel konzentrieren uns eher auf die richtige Auswahl und den Genuss unserer magischen Tränke. Da ja aber niemand auf den Stil der echten Zaubertränke verzichten will, hast du jetzt diese schönen Gläser im Küchenschrank bereit. Aber wie bei jedem Zaubertrank gilt natürlich auch hier, niemals überdosieren oder falsch benutzen. Genau, Deadpool-Figuren hatten wir auch nochmal. Eine von drei Deadpool-Figuren von Beast Kingdom für 17 Euro. Habe ich hier gerade nochmal übersehen. Auch sehr schön. Und die Figur passt ja auch sehr gut. Dann Teenage Mutant Ninja Turtles Comic, das, wie gesagt, die erste Ausgabe, haben wir gerade schon mal reinguckt, die Postkarte von John Rick für 95 Cent und das hier ist UV-Licht-Geheimtinte. In Situationen, in denen man nicht mit WhatsApp, Telegram oder anderen Messengern Texte direkt verschicken kann, ist es ziemlich schwierig, jemanden zu kontaktieren, dass nur er oder sie diese Nachricht erhält. Sei denn, man weiß vorher, dass man ein UV-Licht braucht, um so eine Nachricht zu lesen. Du kannst nur Nachrichten schreiben, die nur lesen kann, wer so eine UV-Lampe hat. Ganz offline oder in der Verschlüsselung. Was du daraus machst, ist natürlich top secret. Dann Aufkleber Quantum Junction für 95 Cent. Straßenschild Aufkleber ist ein Physikerscherz. Habe ich mir schon fast gedacht, ich kam gleich drauf. Ne? Also, aber ja, wir hatten es ja, also als eine Anspielung auf das Verhalten von Licht im Doppelspaltexperiment, in dem ein Photon, genanntes Lichtteilchen, auf zwei Spalte geschossen wird. Anstatt sich für einen der Spalte zu entscheiden, kann es aber unter gewissen Umständen vorkommen, dass das Photon durch beide Spalten gleichzeitig geht. Mit einem Auto im regulären Verkehr wäre das natürlich recht schwierig. Okay, hat das wahrscheinlich im weitesten Sinne ein wenig was mit der Lichtgeschwindigkeit zu tun. Falls nicht, korrigiert mich gerne. Zebra-Button für 1,45. Jeder, der mal Windows 95 oder spätere Version benutzt hat, weiß, dass man regelmäßig seine Festplatte bereinigen und defragmentieren muss, um sie am Laufen zu halten. Nur wenige wissen, dass Zebras die gleiche Behandlung brauchen. Salted Caramel Toffees von Walkers. Englische Toffees mit gesalzenem Karamell aus Großbritannien. Die waren mit dabei in der
Legendary Edition waren 2 von 3 Actionfiguren dabei aus Rick and Morty, aber naja, wenn hätte ich schon gerne Rick and Morty gehabt. Ich habe das Update nicht geholt. Wer auf dem Vogelmann steht, hat vielleicht Glück gehabt und einen davon bekommen. Und beim nächsten Upgrade ist das Thema Game of Thrones. Also in der Oktober-Lootbox. Genau, hier ist nochmal eine Info zu den Dunny-Comics. Die Respawn-Lootboxen hatten wir auch schon. Was gibt es so Neues im Shop? Hier ist nochmal was aus Herr der Ringe mit dabei. Und ein wasserabweisendes Notizbuch. Auch eine coole Idee. Also wer zum Beispiel gerne Geocaching macht oder in der Natur so ein bisschen malt, für den ist dieses Notizbuch vielleicht ganz reizvoll oder reizbar. Es gibt noch einen Harry Potter Bademantel. Ja, und das war schon die Lootbox aus dem September. Ja, wie immer gilt, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Und über den Daumen nach oben würde ich mich freuen, wenn euch das Video gefällt. Wir sehen uns im nächsten Video. Und ja, bis dahin, euer Metalizer. Was haben wir denn hier noch? Viel Spaß mit der Lootbox. Na ja, gut, muss ich zugeben, habe ich gerade selber nochmal draufgeschrieben, um zu gucken, ob der Stift auch wirklich funktioniert. Aber er funktioniert.